Vielleicht auch eine praktische Fähigkeit. Wer Angst zeigt, hat keinen Glauben. Der Glaube ist nur rein, wenn er nicht hinterfragt wird. Führt uns zum Feind. Roland hier. Und wie man sieht, haben Krott jetzt nicht die allerbeste Moral. Gut, der ist tot, hoffentlich. Ich nehme die Herausforderung an. Der Glaube ist unser Schild. Zerstört die Panzer. Hoffen mal, dass der da nicht stirbt. Ketzer eingenommen. Entspringt aus Müßiggang. Schwärmen aus. Ketzerei entspringt aus Müßiggang. Erfüllt oder mein Wissen. So, das sollte es doch jetzt eigentlich sein, oder? Vielleicht noch irgendwelche komischen Einzelgebäude. Bin mir nicht sicher, ob wir es auch alles einnehmen müssen. Das kann natürlich auch sein. Nein, müssen wir nicht. Nur die Gebäude zerstören. Yes! Juhu, Sturmbasis. So, ich möchte natürlich noch vorher speichern und dann zeige ich euch, was das so bedeutet, wenn man eine Sturmbasis hat. Und zwar, ich bin mir nicht sicher, ob man es jetzt hier schon sehen kann. Ich glaube fast nicht. Oh, der Skriptor ist tatsächlich gestorben. Siehst du, ich wusste doch, dass das irgendwie weniger geworden war. Okay, ich kann es euch hier nicht zeigen. Wir müssen erst den Zug machen. Oh, und die Tau haben tatsächlich mal was erobert. So, aber jetzt müsste ich es euch zeigen können. Nochmal gucken, kurz mit dem Kommandant. Ja, ist alles soweit. Boah, 4072 Kills. Also ich weiß nicht, ob das alle sind oder ob das nur er ist. Ich glaube, das ist die Gesamtstatistik. Weil hier sind ja auch die Eroberungen. Gibt es da einen Tooltip? Hm, sieht nicht so aus. Gesundheit 6638 Schaden, meine Herren. So, jetzt können wir uns das aber anschauen. Und zwar sehen wir es jetzt hier unten. Wir haben nicht nur die Ehrengarde, sondern wir können auch direkt Gebäude mitnehmen, die dann direkt zur Verfügung stehen, sobald wir die Schlacht starten. Und die Türme brauchen wir eigentlich nicht. Eigentlich brauchen wir nicht unbedingt irgendwas davon, aber ja, wir machen es halt. Das beschleunigt das Ganze natürlich schon erheblich, ist also ein Vorteil. Oh, jetzt habe ich das Archiv da gar nicht gezeigt. Ärgerlich. Ja, man sieht es jetzt, hier sind schon diverse Gebäude vorhanden. Oh, die Karte kenne ich auch. Das ist die Karte, die man in der Dawn of War Dark Crusade Demo spielen konnte. Die habe ich damals auf der... Oh, wie hieß denn das Ding? Bin mir gar nicht mehr sicher, wie das heißt. So eine Ausstellung von Games Workshop ist das. Die war früher mal in Köln im... Oh, wie heißt das Gebäude? Gützerich oder irgend sowas. So ein bekanntes Gebäude halt irgendwie in Köln. Und da haben wir, ich glaube, eine Stunde oder sowas angestanden, um dir die Demo von Dawn of War spielen zu können. Von diesem Add-on. Solange die Feinde des Imperators atmen. Das war genau diese Karte hier unten, dass man gestartet und durfte, glaube ich, Tau spielen, wenn ich mich nicht täusche. Jawohl, eure Herrlichkeit. Wir werden beschossen. Ja gut, übertreiben ist das jetzt halt auch nicht, ne? Also diese Angriffsbewegungskiste, die ist etwas problematisch. Na, wir werden fast unseren Tech hier gar nicht brauchen. Die kriegen das auch so hin. Könnte natürlich sein, dass es noch andere Basen gibt. Aber das finden wir ja früh genug raus. Ja, es gibt keine andere. Und wir haben eine weitere Ehrengarde-Einheit, den Hellfire Cyber, den wir uns jetzt allerdings noch nicht kaufen könnten. Wir könnten allerdings schon den nächsten Angriff machen.
Aber da unser nächstes Angriffsziel die Necron-Basis ist, werden wir erstmal wieder speichern, falls das Ganze wieder irgendwie abstürzen sollte. Und dann noch einen Zug machen, damit ich den Cyborg auch tatsächlich in die Irrengarde aufnehmen kann und ein paar Anforderungspunkte habe für die Sturmbasis. Und dann greifen wir die Necrons an. Ach ja, Herr Tau, und da ist es schon wieder weg, ne? Sieht auch bitter aus. Man kann natürlich auch die Ehrengarde hier angucken, die ist bei dem Tau nicht mehr existent. Beim Necron ist es auch nicht so viel. Der Ork-Walk-Boss hatte tatsächlich sehr viel dabei, wenn ihr zwischendrin aufgepasst habt, habt ihr das gesehen? Ah, ich zeig noch kurz das Archiv hier, Diano-Savanne. Der Südrand der Zentralwüste verläuft sich in den Wäldern und Dschungeln des tropischen Gürtels um die Janus-Savanne. Verstreute Ruinen und verlassene Bergbausiedlungen füllen die Region. Eine wilde, gesetzlose Grenze, welche die Vogelfreien und Hoffnungslosen anzieht. Felsige Landschaften mit Gebüschen bedecken die Savanne, die in der glühenden Sommersonne liegt. Gelegentliche Winterregen lassen kurzlebiges Wildgras erblühen, das aber schnell wieder austrocknet und dann lediglich das nächste Buschfeuer nährt. Aus Ich war der Sklave der Geschwindigkeit, veröffentlicht in Taschennachrichtennetz. Okay. Das ja, könnt ihr euch dann auch mal selber durchlesen. Und wir machen jetzt den Angriff hier auf die Necron-Hauptfestung. Dazu nehmen wir mit auf jeden Fall die Energiegeneratoren. Wir können uns eh alles leisten, oder? Ich überlege gerade, ob wir mit den Türmen... Na, wir haben eine große Ehrengarde, also wir brauchen die nicht unbedingt... Machen wir es so. Die Kapelle, weil dann können wir direkt hochtacken. Okay, alles klar, dann Angriff auf die Festung, los geht's. Das volle Ausmaß der Präsenz der Necrons wurde erst klar, als ihre Gegner Angriffe auf die Katakomben unter der Tur Abyss-Hochebene starteten. Das erste Massaker der Necrons auf diesem Planeten hatte dort stattgefunden. Und ihre Feinde hatten erwartet, eine Art Alien-Bastion vorzufinden. Stattdessen fanden sie einen Zugang zur Unterwelt. Wirre Berichte von verunglückten Spähern, die in die höhlenartigen Gänge geschickt worden waren, enthüllten das Vorhandensein eines Netzwerks aus Katakomben unter der gesamten Hochebene. Einige davon standen nun leer, während andere als Sammelplätze für die Streitkräfte der Necrons dienten. Am schlimmsten jedoch waren die tieferen Tunnel, wo Necrons reihenweise still dastanden und langsam erwachten, um sich am globalen Völkermord ihres Lords zu beteiligen. Die Angreifer setzten auf ein gefährliches Spiel. Eine Spezialtruppe sollte die Katakomben betreten und eine schwere Bombe in der Haupthöhle platzieren. Eine Explosion an dieser Stelle würde das ganze Netzwerk einstürzen lassen und die Legionen von noch ruhenden Necrons entweder zerquetschen oder von der Außenwelt abschneiden. Es blieb abzuwarten, ob jemand diese Bombe dorthin bringen könnte, ohne dass die Necrons rechtzeitig entkommen könnten, um den Kampf auf dem Planeten fortzusetzen. Ja, damit ist das Ziel ungefähr benannt. Wir sind also jetzt in diesen Katakomben und sollen da eine Bombe platzieren. Tur Abyss Katakomben. Zurückfallen lassen und neu formieren! Oh, das sieht schlecht aus für die Scouts. Die sehen auch ziemlich schlecht aus. Ja, das Spiel ist halt schon etwas älter. Glückliche Kreaturen. Wenigstens habt ihr die Gnade des Todes gefunden. Ich war einst wie ihr. Ich hing an meinem Leben und war blind für die Wahrheit. Als ich die Wahrheit sah, erzitterte ich und wurde blass vor Furcht.
Tief in den Katakomben wurde ich neu erschaffen. Hier schliefen meine Brüder seit Äonen, während die Lebenden wie Unkraut wuchsen. Mein Lord wusste, dass dieser Tag kommen würde. Er hatte Pläne für uns alle. Wir würden diese Welt ein weiteres Mal säubern. Kommt also, arme Opfer des Lebens. Wir gewähren euch in diesen Gruften den Frieden. Kronos wird wieder eine Gruftwelt sein. Der Todesbote.